Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Man's Sky hier in der Disaster Area. Wir sind gerade auf der Suche nach Rhydium, um ein bisschen noch eine weitere Warp-Zelle zu machen. Und nebenbei sind hier auch ganz, ganz viele von diesen komischen Wirbelwürfeln und auch ganz viel Gold. Und davon wollen wir auch ein bisschen was mitnehmen. Das Ziel ist, so 2 Millionen zu machen. Denn für 2 Millionen kann man sich schon ein richtig fähiges Schiff zulegen. Da drüben ist Rhydium. Um das Gold können wir uns später noch kümmern. Deswegen werden wir in der Folge Gold und Wirbelwürfel farmen und ein bisschen Iridium abbauen, damit wir gerade hier eine Warp-Zelle machen können. So. So. Ich will eigentlich nicht zu viel mitnehmen. Ich brauche ja nur so ein bisschen. Na, komm her. Komm her, du blödes Mini-Dings da. Ist natürlich richtig schwer zu sehen mit dem Nachthimmel im Hintergrund. Aber dafür sieht das auch richtig nice aus. Schon eine ziemlich chillige Atmosphäre, muss ich sagen. Auch so mit der Musik jetzt im Hintergrund und so, das ist schon ziemlich cool. So. Die Kuppe da reicht, glaube ich, schon. Brauchen ja nur ganz, ganz wenig. Wir haben ja noch ein bisschen was. So, jetzt können wir die Antimaterie machen. Und daraus dann die Warp-Zelle. So. Haben wir hier schon ganz gut Platz. So, Lebenshaltung muss mal wieder aufgefüllt werden. Wie sind die so schnell jetzt wieder gesunken? Hab ich gar nicht mitgekriegt. So, den müssen wir natürlich auch auffüllen. Ah, nachher müssen wir dann wohl wieder Tamium farmen, ne? Ja, Gold geladen, ein bisschen Zink, ein bisschen Iridium. Na gut, dann können wir das Iridium auch ganz abbauen, zumindest bis der Stack voll ist. Können wir natürlich auch verkaufen. Noch mehr Platzverschwendung wäre es, wenn wir das nicht tun würden, richtig? Richtig. Wir bauen das Ding einfach komplett ab. Fertig. Geh kaputt. Danke. Du auch. Momentan sind wir irgendwie so die Nachtpiraten, die Nachtjäger. Hey, was geht ab? Ich baue ein bisschen Iridium ab. Und was machst du so? Denn hier in so einer schönen, schönen Nacht, das ist echt eine wirklich geile Nacht, hat schön sternklar und so. So Nächte liebe ich ja. Wie heiß ist es hier? Kann ich gerade sehen, wie heiß es ist? Wenn es jetzt noch so angenehme 20 Grad sind oder so. Ich liebe so Nächte. Ich liebe es, in so Nächten draußen unterwegs zu sein. Das ist voll geil. Halt einfach da zu stehen, in die Sterne gucken, das ist einfach richtig cool. So, der Rest scheint mir nichts mehr zu geben, also können wir auch weiter. So, gerade das Iridium hier rüberladen. Jawohl, das ist doch gut so. So hat sich der Platz wenigstens noch gelohnt. Nur Plutonium finden wäre auch nicht schlecht. So, jetzt können wir Wirbelwürfel und Gold jagen. Da hinten haben wir schon mal Gold. Oh. Oh, ja. Der berühmte schießt mich doch zum Mond. Das ist immer schwer scheiße, wenn sowas passiert. Sonst verliert man nicht nur total die Orientierung, sondern man muss auch ein bisschen Ressourcen verschwenden, einfach weil man weiter fliegen muss. Da haben wir schon so einen Wirbelwürfel. Aber ich baue erstmal das Gold ab. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wo man sich fragen muss, was hier die Arbeit und was das Vergnügen ist, ne? So, weg damit. Ah, die Nachtjäger hier. Die Nachtpiraten. Ja, mein Gott. Stell dich an. Und da hinten ist auch ein bisschen Plutonium. Das wäre ganz gut, wenn wir das mitnehmen. Ja, jetzt wird der Bergbaustrahl hier leiden, aber so richtig. Na, ja, da bin ich gut, finde ich es gut, dass ich das Ding schon so ein bisschen aufgerüstet habe. Ansonsten wird das ja noch viel länger dauern. Und so kann man den Strahl viel länger aufrechterhalten und das Abbauen geht auch viel schneller.
Ja, noch kein Riss, gut, was kann. Nee, das gehört zum Fels, okay. Das kann man im Dunkeln nicht so leicht sehen, was jetzt hier Gold ist und was nicht. Ich kann einfach nur draufhalten, wenn da steht Gold. So, hier in der Mitte ist noch irgendwas. Nee, die Goldpuppe sind aber recht tief. Okay, jetzt scheint es erschöpft zu sein. Und hier wissen drüber lasern. Das ist ja noch irgendwo was. Nee. Nee, das war's. Hallo. So. Plutonium da gerade noch mitnehmen. Und jetzt geht's ja an die Wirbelwürfel. So, das Gold kommt natürlich direkt darüber. Plutonium auch. Langsam geht mir das Thamium aus. Naja, das kann man dann auf dem Rückflug erledigen. Sind wir momentan ganz gut dabei. Halt der Strahl, der Strahl, der Strahl, der Strahl. Zack. So, jetzt können wir direkt mal auf die Waffe umschalten, die werden wir jetzt brauchen. So, wo seid ihr? Da. Echte Elite-Einheit, sehr interessant. Also den hier kriegen wir schon mal ganz gut weggeballert. Ah, da ist dieses Ding. So. Jetzt kommt natürlich noch das Titan dazu, aber naja. Oh, ich glaube, den habe ich voll daneben gesammelt. Ich könnte irgendwie hinter dem kommen. Okay, nicht wirklich. Gerade die Granaten nachladen. So, komm schon. Jawoll. Boom. Erledigt. So, eine dimensionale Matrix. Da unten haben wir noch was. Ein Neutrino-Modul. Die Musik geht voll ab, ey. Richtig nice. Ah, da ist der letzte Trümmer. Boah, ist er weit weggerollt. Alter Schwede. Oh, da fällt mir ein, ich muss ja meinen. Ich hab's vergessen. Das wäre blöd, ne? Stehe ich da so mitten im Kampf und auf einmal geht da mein Pad aus. Das wäre nicht so geil. Muss ich mal gerade anklemmen. So. Schon erledigt. So, Schadensradius. Hab ich das denn schon? So, da oben sind noch viel mehr. Ja, blöd, dass neben den Wirbelwürfeln auch noch ganz viele andere Sachen dazukommen. Das Titan können wir locker im Schiff lagern. Wie sieht es eigentlich mit dem Gold aus? Wie viel haben wir hier drin? Na gut, einen könnten wir vielleicht noch abbauen. Ist hier noch irgendwas zum Scannen? Das haben wir schon. Das kann man nicht scannen. Auch nicht, okay. Nächster. Schade, dass die Dinger nicht stacken, sonst könnte man hier jetzt richtig, richtig farmen. Okay. Oh, war ja ganz viele Signale. Wo sind die? Da. Nimm das. Boom. Geh drauf, du Dings. Kurz nachladen. Jawohl. So, und du bist jetzt auch fertig. Dich wollen wir hier nicht. Hau ab. Erledigt. Jawohl, das geht richtig gut. Und du bleibst bitte hier, ja? Mach mal Beschleuniger Sigma. Die machen vielleicht sogar Sinn. Nach dem Beschleuniger. Man hat ja gerade gesehen, wie dermaßen lang man braucht, nur um nachzuladen. Das ist schon ziemlich fies. Darum müssen wir uns kümmern. Aber zuerst Trümmer.
Granatenintensität Tau, cool. Das andere ist bestimmt wieder in alle Unendlichkeit gerollt. Den haben wir schon. Der andere ist weg. Da unten, ernsthaft? Ernsthaft? Alter. Okay, da muss ich gerade mich um das Lebenshaltungssystem kümmern. Plutonium können wir gerade, wo wir schon mal dabei sind, rüberballern. Genau wie das Titan. Titan ist ja Gott sei Dank auch nicht gerade wenig wert. Ist nicht irgendwie verschenkter Platz oder so. Nicht wirklich. Aber Wirbelwürfel wären besser. Muss man so sagen. Okay, noch ein Neutrino-Modul. Vier Slots haben wir noch. Da hinten sich irgendwas Grünes. Da muss ich jetzt mal gucken, was das ist. Wenn das Gold ist, wäre das mega nice. Wenn es Emeril ist, würde ich es mitnehmen, aber es wird halt Platz kosten. Und es ist Emeril, okay. Das Plutonium nehme ich vielleicht sogar mit. Quellgeist, jawoll. Ja, sind die Nachtjäger mit uns, legt sich keiner an hier. So, Emeril. Danke. Ist natürlich nicht viel, aber egal. Das Plutonium hier packen wir auch gerade. Ja, das reicht erstmal. Ich will jetzt nicht den Stack, nicht einen neuen Stack anfangen. Das nimmt mir nur Platz weg. Ansonsten sieht das doch ganz gut aus. Ich glaube, es gibt richtig Schotter, wenn wir zurückkommen. Der eine Schuss mehr muss sein. So, wo seid ihr, Teile? Wow, 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 wow. Das lässt du schön bleiben, Kumpel. Erfahrungsgemäß zwei Granaten und dann einfach wegballern. Und dann nachladen. Oh, voll daneben. Oh Gott, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's richtig knapp. Ich hab nicht viel HP. Komm schon! Ey, das Ding lebt ja immer noch. What the fuck? Vielleicht, weil ich ihn nicht treffe. Jawoll. Halt jetzt bloß die Waffe. Ich bin ja fast down. Oh weia, oh weia, oh weia. Komm schon. Yes. Boah, das war eine knappe Sache. Da habe ich jetzt echt unglaublich viele Granaten verballert. Heidewitzka, war das eine knappe Sache. Aber dafür gibt es jetzt auch die Ausbeute, ne? Da wollen wir noch Neutrino-Modul. Und Titan auch ganz gut gesammelt. Ja, die Sammlung kann sich sehen lassen, würde ich mal sagen. Hat der nichts fallen lassen? Sieht nicht so aus. Ist der überhaupt schon kaputt? Hey du, bist du kaputt? Jetzt ist er kaputt. Ich muss doch irgendwas, war da faul. Ich glaube, jetzt muss ich erst das Titan hier den Platz frei machen. Oder auch nicht. Viking-Standard, alles klar. Also ich würde sagen, zwei der Wirbelwürfel packen wir mal ins Schiff. Und dann können wir noch mal einen so einen Kampf machen. Aber dann sind wir auch wirklich komplett voll. Dann müssen wir hier erstmal abhauen. Oh, ich bin zwar jetzt vom Schiff weg. Okay. Lauf! Ach, wenn ihr Wächter... Wir haben mir irgendwelche Wächter angezeigt, ich sehe sie zwar nicht, aber ich habe da so einen Verdacht. Vielleicht sind die deshalb noch nicht deaktiviert worden, wenn die Dinger noch, wenn man die Teile gerade erst abgeschossen hat, genau die Dinger hier. Weil dann andere Wächter, wenn die das rauskriegen, dich ebenfalls angreifen. Das kann natürlich sein, ne?
So, Lebenserhaltungssystem. So, dann den Blitz. Ach du Scheiße, das ist ja fast leer. Den Plasmawerfer müsste tatsächlich auch mal aufladen. Wieso hat er den nicht voll gemacht? Blödes Teil. Okay, ein noch so ein Ding. Ein Wirbelwürfel hätte ich gerne noch. Wenn wir dann irgendwo rein zufällig noch Gold finden, können wir uns das auch noch holen. Aber dann müssen wir wirklich weg hier. Also ich sehe jetzt keinen Wirbelwürfel mehr. Ich dachte da ganz hinten, aber da fliege ich dann lieber. Jetzt ist das echt zu weit weg. Oh nein. Okay, er hat uns nicht so weit geschossen. Das ist okay. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo noch so einen Goldpopel finden. Das da sieht gut aus. Sieht aber ein bisschen anders aus. Ist mehr so in die Vertikale. Da hinten aber auch ein Wirbelwürfel. Wie erwartet. Holen wir uns den zuerst. Nicht, dass das überschüssige Gold uns dann irgendwie was wegnimmt oder so. Okay, Nachtjäger bereit. Los geht's. Wo sind sie? Kommt jemand direkt in den Elite-Einheiten hier? Hau ab! Mein Wirbelwürfel habe ich gefunden. Na, kommen wir jetzt erstmal um den hier. Den können wir schneller ausschalten. Haben wir dann direkt einen weniger, der auf uns schießt. So. Granate! Granate! Granate, habe ich gesagt. Voll daneben, what the fuck. Also muss man ja schon richtig draufhalten, damit man die Dinger klein kriegt. Yes. Omega bereits bekannt. Omega plus 4, ey, nicht schlecht. Komm, mal sehen. Ja, es war definitiv der letzte Kampf. So, wo sind die anderen Dinger schon wieder? Da rollen sie rum. Neutrino-Modul. Hoffentlich ist das jetzt eine Technologie. Yes! Oh mein Gott. Was für ein Lacker. Jetzt müssen wir uns hier aber was einfallen lassen. Hier ist kein Platz mehr, da ist kein Platz mehr. Ich kann das Gold nicht mehr aufnehmen. Ist das nicht bitter? Ich könnte nur hier... Ja gut, das wird jetzt aber nicht mehr... ich werde jetzt keinen kompletten Stack hier mehr freikriegen. Es sei denn, das Tramium reicht jetzt nicht auf, um mir alles aufzuladen, aber das ist eher unwahrscheinlich. Gut, verzichten wir aufs Gold. Ich glaube, wir haben genug gefarmt. Ich wollte auch eigentlich gar nicht so farmen, es sei denn halt, ich finde so einen guten Planeten, wo das gut geht, ne? Weil Geld verdienen muss ich natürlich schon, das ist wichtig. Ich wollte jetzt halt nur nicht so 5 Folgen lang nur Emeril farmen oder so, damit ich die 5 Millionen zusammen kriege für ein neues Schiff. Nee, nee, so meinte ich das. Ich ja eigentlich. Ja, ich bin voll, ich weiß. Tamir und so weiter müssen wir uns dann gleich drum kümmern. Wenn wir wieder Platz haben. So macht das keinen Sinn. Jetzt kriegen wir vielleicht genug Geld zusammen, um uns ein neues Schiff zu holen. Mal gucken. Also, neues Schiff würde ich erst dann kaufen, wenn wir so 2 Mille haben. Noch erst dann, wenn ich meine ganzen Warp-Zellen muss. Und deswegen denke ich, auf den 2 Warp-Zellen, die ich habe, bleibe ich erstmal sitzen und spare die erstmal für das nächste Schiff. Dann verballere ich alle Zellen, die wir noch in einem Schiff hier haben. Und wenn die leer sind, wenn die weg sind, dann holen wir uns neues. Und das Ding ist randvoll, also das dauert noch. Aber wie gesagt, ohne mindestens 2 Mille macht das für mich keinen Sinn, finde ich. Denn die 2 Mille, wenn man sich darauf konzentriert, kriegt man die sehr schnell. Ich meine, ich habe mich jetzt nicht darauf konzentriert und ich verdiene jetzt en masse. Jetzt das eine Mal, wo ich mich... Also, ich meine, ich habe 719.000 und habe mich bisher überhaupt nicht darum gekümmert. Ich habe nur so das mitgenommen, was ich gefunden habe. Und, ja.
Jetzt haben wir einmal uns darauf konzentriert und jetzt könnt ihr mal sehen, was das einen Unterschied macht, wie viel wir da jetzt verdient haben. Und das war jetzt auch nicht mehr so krass wie einfach eiskalt Emeril Farm oder so. So, ich denke, unsere Expedition können wir jetzt durchaus finanzieren. Guck mal hier, es ist immer ein Stack Gold und es gibt schon 78.000. Da könnt ihr euch mal ausmalen, was das bringt, wenn man so mit 4 Stacks Emeril ankommt. Das ist krank. Einfach nur krank. Wie viel Geld man dadurch verdient. Das ist echt so ein bisschen broken fast schon. So, wir haben jetzt auch noch ganz viel Titan. Ehrbare Kaufleute, lol. Jetzt weiß ich nicht, brauchte ich das Iridium noch? Ah, wir können schon da drauf sitzen bleiben, das ist okay. Für Warpzellen. Später. Obwohl, es ist wirklich viel später. Ein Iridium krieg ich überall. Nee, ich verkauf's lieber. So, jetzt haben wir 1 Million gemacht. Nice. Das Schiff sieht nice aus. Oh, der sieht auch nicht schlecht aus. Kapitalist. Jetzt kommen die aber mit den richtig fetten Teilen, ey. Guckt euch die Brocken an. Obwohl, ja, es gibt noch viel größere. So ist es ja nicht. So, 1 Million haben wir schon. So. Auf ins nächste System. Gucken wir mal, wo uns der Atlas als nächstes hinführt. Orbitalstation Koordinaten empfangen. Oh, noch so ein Ding. Atlas Schnittstelle. Ich habe das Gefühl, die führen mich eher ja, vom Zentrum weg, ne? Aber ich nehme mal an, wenn wir den Pass haben wollen, müssen wir da hin. Also machen wir das natürlich auch. Da war ich doch schon mal, Aura B1. Ich muss den Weg wieder zurück. Wo ist denn das? Jetzt sag nicht, da war ich auch schon. Nee. Natürlich nicht. Aber hier in Aura B1 waren wir schon. Gut, fliegen wir mal dahin. Wir können ja dann sofort weiterziehen. Oh, wir haben uns einmal durch die Raumstation geworbt. Wieso nicht? Dann ballern wir jetzt vielleicht direkt in einem durch zur nächsten Schnittstelle. Auch wenn es jetzt echt ein Umweg zu sein scheint, aber ich muss es einfach wissen. Ich muss es wissen. Wir folgen dem Atlas. Was ist das? Die Traumanomalie. Das war das erste Mal, aber nicht hier, oder? Was ist das? Sieht wie ein Todesstern aus. Es ist ein Todesstern. Okay, was ist das? Okay, wo sind wir? Das sieht nicht so aus, als kämen wir hier rein. Wir kommen rein, okay. Hört nicht auf mich, ich habe keine Ahnung. Gut, dass ich gerade meinen Kram, mein Dings leer gemacht habe, by the way. Sind das diese zwei Typen, die uns geholfen haben? Oder wie sieht das aus? Ja, Spezialist Polo, das sind sie. Nada und Polo. Cool.
Freunde findet man überall. Man muss nur wissen, wo man nach ihnen suchen muss. Freunde in allen Formen, in allen Größen und allen Umgebungen. Die kleinere Entität, ein Gag, wirkt erfreut. Er wischt seine mit Öl beschmutzten Hände an seinem Anzug ab, während er mit mir spricht. Scheint eine Art Ingenieur zu sein. Überraschenderweise spricht er meine Sprache. Andere Lebensformen haben mich mit einer amüsanten Gleichgültigkeit behandelt. Doch für Polo bin ich gleichwertig. Er interessiert sich für meine Reisen, welche fühlenden Spezies ich getroffen habe und ob ich auf Lebensformen gestoßen bin, die er nicht kennt. Er hofft, dass ich meine Erfahrung mit ihm teile. Klar, wieso nicht? Polo ist in die Daten vertieft. Bei Wesen, die er schon kennt, grummelt er, bei neuen jubelt er. Dann klatscht er wie wild und überreicht mir einen Bauplan. Atlas Pass V1! Nice! Da ist das Ding! Da ist das Ding! Eisen und Iridium! Gut, dass ich das Iridium gerade verkauft habe. Mann, oh. Die sind noch ein paar andere. Was ist das? VA 53 beständiger Schatten. Das Ding sieht immer richtig böse aus. 9 Plätze. Ist weniger als meins, nicht? Meins hat 10, ja. Okay, tut mir leid, aber meiner ist besser. Und wenn das Ding echt krass aussieht. Wie so eine radioaktive Alien-Dinosaurier-Klaue. Ihr wisst schon. Alltägliches Zeug halt. Okay, und das ist dann Nada, Priester-Entität. Okay. Eine linguistische Form, Vergnügen, Nada, andersartiger Korvax, Unterstützung angeboten, Weg zum Herzen der Galaxie, zur Orientierung mit Atlas verbinden, Ressourcen für Reise, ja, nein. Als ich mich dem elektronischen Wesen näher, erwacht es zum Leben. Aus seiner dunklen Maske kommen Scanstrahlen hervor, die mich umhüllen. Ein nervtötendes, zwitscherndes Geräusch ertönt und dann spricht es zu meinem Erstaunen meine Sprache. Es lässt mir die Wahl. Es kann mir zeigen, wie ich schwarze Löcher nutze, um zu einer Reise zum Zentrum der Galaxie What? Es kann meinen Weg zu einer Atlas-Schnittstelle erleuchten, sodass ich einem Weg folgen kann. Oder es hilft mir bei meiner eigenen Erkundung. Wir wollen ins Zentrum, ne? Das habe ich gesagt, wir wollen ins Zentrum. Tut mir leid, Atlas, aber wir wollen ins Zentrum. Wir werden der Erste da sein. Wir werden ins Zentrum kommen. Und ein schwarzes Loch hört sich fucking awesome an, was das angeht. Abkürzung zum Zentrum finden. Okay. Hier darf ich wohl nicht rein. Okay. Und hier? Darf ich auch nicht rein. Hallo. Vielleicht später. So, gehen wir mal mit dem Polo, mal gucken, was er sonst noch so für uns hat. Hat das Passwort 2? Es gibt immer etwas zu tun, das stimmt. Aber nicht jetzt, mein Freund. Los, genieß deine Freiheit. Erkunde die Sterne. Ich kann dir Technologie anbieten, wenn dir das beim Erkunden hilft. Cool. Der Gag-Mechaniker nickt mir vertraut zu und zuckt müde mit den Schultern. Polo ist mit der Analyse meiner neuesten Berichte beschäftigt, verloren in einer Welt voller Daten und braucht im Moment noch keine Hilfe. Trotz allem wirkt... Will er unbedingt, dass ich meine Erkundung fortsetze und bietet mir eine Auswahl an vergünstigten Technologien an, um mein Vorhaben zu unterstützen. Was nehmen wir denn da? Ich glaube die Anzugtechnologie, in der Hoffnung, dass wir irgendwas finden, was uns vor größeren Hazards schützt. Oder vielleicht ein Slot, das wäre natürlich auch richtig geil. Clever, ein solider Anzug, ein langes Leben. Genau so habe ich gedacht. Und tatsächlich, gib mir die Wärmeschicht, wie cool. Alter, nada. Dein Moment, das ist Polo, oder? Bist du Nada oder bist du Polo? Du bist Polo. Polo, du bist mein Freund. Du bist mein bester Freund auf dieser gesamten... im gesamten Universum. Welt wäre irgendwie ein bisschen schlecht gewesen, ne? So, mit dem wollen wir natürlich das... Nada, rede mich. Okay, Polo ist unser Freund. Nada ist... eigenartig. Naja, egal. Alter, krass, ey. Jetzt können wir tatsächlich durch ein schwarzes Loch fliegen. Das wird so... Oh, das wird so awesome. Das wird so awesome. Aber erst muss ich Tamium fahren, sehe ich gerade so. Dann würde ich sagen, ich fahre ein bisschen Tamium. Oder wir machen hier einfach in der nächsten Folge weiter. Bevor ich jetzt... Nicht, dass ich jetzt rausfliege und dann direkt der sagt, ey, ich fliege zum schwarzen Loch. Und dann bist du so bam. Und dann fliegst du durch die Gegend und bam. Bist du im Zentrum der Galaxie und so. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen sag ich mal...
Timium hin oder her, kriegen wir irgendwann noch. Wir machen jetzt erstmal hier Schluss und in der nächsten Pause, in der nächsten Folge geht es dann zum schwarzen Loch. Zum schwarzen Loch. Awesome. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.